Ja, hallo und damit willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir schauen jetzt mal in Mamas altmodische Geheimnisschatulle rein. Da haben wir nach wie vor den Mythic Bullock. Der ist jetzt noch 5 Stunden und 22 Minuten am Start. Und danach können wir uns von ihm endlich verabschieden. Goodbye. Goodbye, my friend. You were so useless, baby. So, Swing Dance Tirebox nach wie vor am Start. 2 Tage, 17 Stunden noch hier die Swing Dance. Luan! Roller Disco Courtney, Luan Platter, Troubadour Jeff, Nibbler on the Roof und Dr. Amy Wong. Und hier nach wie vor die gleichen Kombos. Clarinet Stan, uns Dance Squad und Arlen's Man Squad. Und wer es genauer wissen will, soll doch bitte mal sich mein Video dazu anschauen. Da erkläre ich das Ganze nämlich etwas genauer. So. Dann haben wir allerdings jetzt neu, also jetzt scheinbar gibt es immer nur noch montags einfach eine neue Box. Die Donnerstagsbox fällt jetzt dadurch weg. Wir haben dann nur noch diese Tireboxen und montags diese neue Box. Die ist natürlich hier sensationell geil, ne? Muss ich ehrlich sagen, die Dream Gitter Box ist mega. Mit Dream Gitter, ja, mit diesen Werten, Unfused, 1131, 6-fach motivieren, 7 Punch, 9-fach Gas. Die ist echt cool. So, dann haben wir die Golden Fiddle. Und auch die Golden Fiddle ist richtig nice. Können wir ja nochmal ganz kurz reinschauen. Aber sind die Standard-Kombos. Nur mit schon relativ guten Werten. Music Video Stewie, I Am Mona, Death Metal, die ist nämlich auch geil. Dann haben wir hier Drum Solo, Quagmire, K-Pop, Peter, Talent Show Lois, die finde ich nicht ganz toll, ganz so toll. Pan, Flöten, Brian, Tuning Fork, Steve and the Airstones, Rapper Klaus, Clarinet Stan, DJ Buttercup, Summer Love or Summer Liebe, Boombox Teddy, One Man Musical, Working Song, Hip Hop, Bob, eine der geilsten, Fart School, Louise, Dream, Gitter, LA Entertainment, Arlen's Man Score, Christian Rock und die Swing Dance Luan und Red Rodriguez to Real Chamber of Understanding, Dancing Cans, Opera Singer Lila, Line Dancer Amy, Poplar Jingle Fry. Also mega, mega, mega geile Kombos. Dann haben wir den Hank Hill und den Bill Daughtry. Was will man mehr? Ohne Scheiß. Jede dieser gottverdammten Karten hier ist mega geiler. Und Hank Hill ist mega geil. Bill Daughtry ist sensationell. Dream Gitter ist geil. Die Music-Karten sind momentan geil. Wir schauen jetzt auch mal hier hinten rein. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Ich habe das immer vernachlässigt. Muss aber aktuell gestehen, dass es schon blaue Pre-Kombos gibt, die doch schon ganz deutlich starke Werte bekommen können. Also wenn ich jetzt hier mal reinschaue und ich hätte eine Fart School Louise jetzt hier einfach mal da hinten gemaxt, dann hat die plötzlich 11 und was sehen wir da? 50 Leben mit 11-fach Gas. Hier, mit, wenn eine Combo gespielt wird, kommen 9 Angriff mit hinzu und wir haben den Musikbonus noch durch das BGE. Das heißt, Fart School Louise ist schon
durchaus in einem, wohlgemerkt, in einem Defense-Deck sehr, 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 sehr interessant. Ja, also da kann man echt nicht meckern. Wir schauen uns auch mal den Drum Solo Quagmire an, der, glaube ich, nicht ganz so starke Werte, aber immerhin kommt er auch über 40. Was habt ihr, jetzt bin ich leider zu weit gegangen. Auch über 40. Und wenn es eine Karte ist, die passt zum BGE, ja, und du hast über 40 Leben hier unten stehen, dann könnte das Ganze durchaus auch mal interessant sein, so eine Karte einfach nur, also nicht in ein offensives Deck rein, sondern in ein Defense-Deck reinzupacken. Und das wäre auf jeden Fall interessant. So, dann haben wir hier noch Friseurgeschäft Vasektomie, Boys for Now, Chemielehrerin Peggy und die Damen ringen. Also auf jeden Fall Fahrtschool Louise und Ream Solo Quagmire nicht recyceln, ja, sondern spart die euch, solltet ihr die ziehen und wenn ihr die gemaxt haben solltet und ihr, so, nehmen wir mal ein Beispiel, ihr seid beim Siege, ja, und habt, müsst auf einem, also was heißt müsst, ihr sitzt auf der Musikinsel. Es macht durchaus Sinn, wirklich, also hier, so eine gemaxte Epic Pre-Combo einfach mal mit reinzunehmen. Ja, wenn ich hier sehe, über 50 Leben, wenn da noch nur 25% draufkommen, dann habe ich auf einmal 62 Leben. Und das ist eben das Coole daran ist, die wird einfach gesetzt. So. Und dann kann dein Deck weiter. Ihr müsst immer mit der Dämlichkeit der KI von Kongregate rechnen. Ja? Und da müsst ihr schon versuchen, möglichst viel beim Gegner, ja, sein Spiel zu stören. Also, ich habe das auch lange Zeit vernachlässigt, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber die Epics, die Epic Pre-Combos aktuell durchaus auch mal einen Blick wert. Ja? So. Jetzt sind wir bei der Mastery angelangt und da haben wir hier gleich als allererstes die Golfer Amy am Start. Die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und da haben wir hier das ist, oh, was habe ich jetzt gemacht? Das war so nicht geplant. Was war jetzt das? Die wollte ich doch zeigen. So wollte ich doch zeigen. So. Alles klar. So. Hier. Amy mit Sportkarten. Er gibt da hinten die Golfer Amy. Wir gehen jetzt mal runter. Wir können das eigentlich schon gleich maxen, weil es ja sowieso nur mit Epics und mit der legendären Version geht. Wir haben hier die Dr. Amy Wong mit zum Beispiel des Dingers und dann kommt da auf der rechten Seite schon was schon ziemlich Heftiges bei raus. Du hast Craze, du hast eine Bombe und es gibt Leben mit hinzu, wenn eine andere Combo gespielt wird. Das ist durchaus sehr, 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 sehr interessant. Und wer die Golfer Amy hat, also ich gebe die 500 Gems nicht für aus, ja, aber das ist durchaus interessant für diejenigen, die genügend Gems haben. Da würde es sich echt lohnen. So, Shuttlecock Ring, Sports Bob 5000, mit Horse Camp geht's, mit Doubles Ping Pong, Toxic Shock, The Bazooka Sharks, Millie's Trampoline, Tom Landry Baseball Team, Softball Player, Jerome Terrestrial Cycling, Synchronized Swimming und mit dem Yogi Victor. Und der ist natürlich auch schon, also wenn man den gemaxt hat, hier 65 Leben. Der Angriff ist zwar scheiße, aber 65 Leben. Und wenn man da hinten auf der rechten Seite schaut, was dabei rauskommt, dann hast du auf einmal 86 Leben. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Da 10% drauf, das knallt. Hm, bist du bei über 90 Leben schon.
Also auf jeden Fall eine interessante Combo. Hier sind wir jetzt bei Cuddly Little Pet Slinky. Das ist ein Dr. Seidberg. Achso, übrigens nicht abschalten, wenn jetzt die Kombos hier durch sind. Ich möchte euch noch ein paar neue Mythics präsentieren. Ja, die jetzt rausgekommen sind. Und die schauen wir uns dann auch später nochmal an. So, also hier Cuddly Little Pet Stinky. Das ist ein Dr. Seidberg. Den maxe ich jetzt einfach mal nicht. Und es mit Spielzeugkarten und die einzige legendäre Combo, die es da gibt, das wäre mit dem Wireless Audio Transmitter. Und dann kommt auf der rechten Seite eine Combo raus mit einfach nur einem Durchbruch durch die Mauer. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wenn ich das sehe, jo, 29, ich habe 21 Angriff. What? Na gut, ich müsste dann theoretisch von der Seite einen Push bekommen durch Motivieren oder durch Cheers oder sonst irgendwas. Dann könnte das Ganze eventuell Sinn machen, aber so macht das erstmal keinen Sinn. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir dann tatsächlich ein Dr. Seidberg in der normalen Standardversion mit dem Burger, mit dem Schild und mit dem Punch doch lieber als da hinten Cuddly Little Pet Stinky. Dann habe ich Cuddly lieber bei uns in der Gilde als da als Combo. So, den klicken wir jetzt einfach mal wieder weg. Dann haben wir den Nasal Spray Peter. Den schauen wir uns jetzt mal an. Das ist mit Drogenkarten. So, wir haben hier mit dem Baked Evil Monkey, Chinchilla Addict Wayne. Wir können dann, wir gehen dann runter zu der, zu dieser Mythic-Version. Gucken hier nochmal. Du hast eben Schild für alle. Und dann doch nicht für alle, sondern eben nur eingeschränkt. Wir haben Cripple, wir haben eine Mauer. Ja, das ist. Also ich bin da jetzt nicht so begeistert. Also es gibt mit Sicherheit beim Peter mega geile Kombos. Der Nasal Spray Peter ist okay. Ja, ich habe den auch schon gespielt. Aber er ist jetzt nicht überragend gut oder so. Also da gibt es beim Peter ganz, ganz andere Karten, die deutlich viel mehr Sinn machen. Deswegen würde ich den Nasalspray Peter jetzt mal einfach wieder wegklicken. Und wir gehen jetzt rüber zur Pitcher Peggy. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Was haben wir denn da? Da haben wir eine Peggy mit einer Blurns Ball. Und das ist auch schon alles, ja, und da haben wir tatsächlich auf der rechten Seite eine Combo, die durchaus ja, den ein oder anderen Hit landen kann. Wir sind aber leider nur bei 38 Angriff im First Hit. Und dabei wird es dann auch bleiben. Und ja, 38 ist also jetzt nicht in diesem Rahmen, wo ich sage, okay, hier möchte ich jetzt 10% draufklatschen, weil ob ich jetzt 38 oder 42 Angriff mache, das ist mir dann auch Jacke wie Hose. Zumal diese Combo mit der Blurns Ball und der Peggy, die ist ziemlicher, also die Blurns Ball, mit der kann man deutlich bessere Sachen machen als das und mit der Peggy eben auch. Also diese Kombination ist nie so toll. Ja, deswegen klicken wir die jetzt auch wieder weg. Was haben wir heute dann tatsächlich gehabt? Wir hatten jetzt hier interessant eigentlich nur die Golfer Amy für 500 Gems. Alles andere ist entweder oder naja, oder okay, aber nicht geil. Das haben wir heute nicht gehabt, deswegen macht euch keinen, also lohnt sich nicht, da jetzt irgendwas rein zu investieren. Wir gehen jetzt einfach mal dahin zurück und schauen uns hier im Deck tatsächlich mal die sagenhaften Objekte an.
Und da werden wir jetzt hier fündig. Wir haben neu mit hinzubekommen, die Braubier. Ja. Und da hätten wir zur Auswahl Hangover. Na, Alter, Mims Dewey, das ist schon... Holy shit. 45 Revanche, 29 Hijack, 49 Leech. Alter Vater. Hier mit dem Quagmire. Niemals habe ich nie. What the fuck? 37 Punch, 45 Gas, 20 Angriff, 91 Leben. Party all the time. Church Wine Drunk. Gott, was ist das denn? Scheiße. Oh mein Gott. Voll gekotzt. Jesus. Okay. Jave Cat Binge. Gossen Trunken Bold. Whiskey Bartender Rooftop Drunk. Oh mein Gott. Mit Mythic Haley. Oh mein Gott, die ist ja eigentlich unaufhaltbar. Ja, du hast hier ja schon gleich 42 im First Hit und dann hast du 29 Craze. Leck mich am Arsch. Beer Helmet. Pub Quiz. Better Beer Echsen. Was ein geiler Name. Alter, 19-fach Cheers All und eine 25er Bombe. What the fuck? Jesus Christ. Herumtorkeln. Tainted Animo. Oh mein Gott, wieder eine Bill Daughtry Combo, die richtig übel ist. 31 Gas. Beer Bottle Toast. What the fuck? Ich liebe Bier, I love Bier. 53 Burger. Luens 21. Geburtstag. Tropical Drinks. Gibt's hier eigentlich irgendwelche wirklich schlechten Kombos bei dieser Braubier? Licko Mio Tascho. Jesus. Another lousy Millennium. 28 Punch. 18 Angriff. 21 Leech. 21 Stoß durch die Mauer. Holy shit. Ja, das war jetzt Braubier. Und jetzt kommen wir zur nächsten Mythic und das ist Heatpacking Priest. Leider kann man jetzt irgendwie die Grafik hier nicht so richtig sehen, die ist irgendwie nicht wirklich geladen worden. Wir haben hier 62, ja, jetzt kommt sie. Wir haben hier 62 Heatpacking Priest. Holy shit. Oh mein Gott. Ja, ich muss jetzt mal hier irgendwie nochmal draufklicken, weil das ist, so. Kann mir irgendjemand vielleicht von euch mal sagen, wie lange braucht denn eigentlich Mythic mit Mythic zu erforschen? Sind wir da, keine Ahnung, bei, mit Forschungsbeschleuniger bei 4 Tagen, oder was? Und ohne Forschungsbeschleuniger bei 8 Tagen pro Combo? Das wäre nämlich ziemlich übel. So, hier haben wir die Christmas Trap. Der Assassin Bender. Screwdrive Chris. Ach du Scheiße. Knife Fights. Alter Vater. Knife Fights Dewey. Mit 36 Craze. 46 Cripple und 21 Hijack. What the fuck? Army Quagmire. 10-fach, 19-fach, Cheers All, 29er Bombe, Pirate Cannon P, Alter Vater, mit einem Peter, Mythic Peter, 25-fach, Cheers All, 36er Bombe, 37 Craze, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist absolut brutal. Sidearm Brian. What? Balloon Fight. Shit.
Hier 22 Angriffe und 51 Punch und 31 Mauer. Und wenn du nur eine einzige Combo mit hinzuspielst, hast du 46 Angriffe mit hinzu. Was? Da bist du bei... Alter, du spielst nur eine einzige Combo mit hinzu, dann hast du schon automatisch 68 Angriffe und 51 Punch. Du bist bei 69, bei 119 Angriff. Plus noch die 31er Bombe, die nach rechts und links streut. Was seid ihr denn des Wahnsinns? Jesus, Battle Axe Peggy, leck mich am an de Buckel. Ach du Scheiße, Real Steve, ich werd hier bekloppt. Ich drehe hier total. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin hier total. What? Ich kann das gar nicht begreifen, was ich da sehe. Das check ich einfach nicht, ja. Übel. Wir sind noch nicht mal fertig. Ja, meine, let's get nuts. Oh mein Gott. Die ist jetzt nicht ganz so brutal. Schon auch brutal, aber. Hier, oh mein Gott, verrückt entrückter Stan. Raketenwerfer Bullock. Ricky. Spanish. Scheiße, Becky. Shark Killer. 25 motivieren, 21 cripple all. Fart in a jar. Gefräßige Porzellanbabys. RC Helicopter. Paintball Hank. Dale to the rescue. Paintball Bill. Beil, Boom, I versus Tornado, Doomsday, Surplus. Ach, du kriegst doch die Motten, ey. 25 Cripple All, 25er Bombe, 45. Wenn du so eine Karte spielst. Doomsday Surplus mit 25-fach Cripple All. Eine 25er Bombe und 45 Gas. Und die am Anfang, da machst du nichts mehr. Was willst du denn dagegen tun? Du hast keine Chance. Da bist du am Arsch. Ja? Sniper Zoidberg. Oh. Der Whale Killer. Whale Hunter Amy. Und Positron Shooter Fry. Ach, du kriegst die Motten. Dann haben wir Neil Goldman. Nibble on the Roof. Da ist der neue Peter's Drawing, Quagmire, nee, der neue Roger, genau, den neuen Roger haben wir. Peter ist ja schon auch wieder ein bisschen länger da. Der Roger ist auch neu mit hinzugekommen. Wir schauen uns jetzt mal den Roger an. In der Mythic-Version 220 Kombos. Jesus. So, let's have a look at Roger. Roger. Ja, da kommt irgendwie jetzt gerade nichts. Da muss jetzt 220 Kombos laden. Das kann jetzt ziemlich lange dauern. Oh! Dummy Fight. Mr. Deliver. Ja, gut. Das sind jetzt nicht so krasse Werte, wie man es jetzt eben gerade gesehen hat. Ja. Schicks, Liminux. Das sind jetzt nicht so krasse Werte.
aber durchaus interessant. Ja, die brauchen wir uns jetzt nicht extra nochmal anzugucken. Das ist einfach, das sind die normalen Roger-Kombos, nur halt nochmal etwas verbessert. Aber das davor, das war ja echt, also sorry, aber das ist ja wirklich fern von Gut und Böse. Ja. Heatpacking Priest und hier die Braubier. Die Braubier ist ja fast noch, also das sind ja Kombos, da wird dir ja ganz schwindlig, ja. Da fragst du dich wirklich, also ich meine, da muss ich jetzt ohne Scheiß, Leute, also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich persönlich froh, dass wir in keiner Top 30 Gilde sind. Ja, wenn ich dann nur noch solche Scheiß-Kombos da um die Ohren gekloppt bekomme, das ist doch nicht normal. Na, da musst du ja, was weiß ich, da kannst du ja dann Geld reinpumpen in das Spiel und dann wie so ein, was weiß ich, da kannst du ja jeden Monat, kannst du dir wahrscheinlich einen Kleinwagen von kaufen, ja. Das ist ja abartig. Abartig. Unfassbar. Also, Wahnsinn. Zum Glück, sage ich mal, sind wir irgendwie, wir sind, haben uns da positioniert in der Top 100 eigentlich, prinzipiell. Und da gibt's sowas eher selten. Ja. Das ist nicht normal. Naja. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, ja, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Dann mache ich nämlich den da. Ja. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Jo, schreibt mir was in die Kommentare und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Mit mir dem dann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss!